Hallo und guten Abend aus Dingesbühl. Heute mal ein Video, äh, Spätabendvideo, mittlerweile 22 Uhr. Äh, verrückter Tag heute. Ähm, viele Notfälle. Äh, Notfälle heißt Reisende. Wir haben hier in Dingesbühl auch drei Stellplätze. Und da kommt natürlich immer wieder vor, dass äh, den einen oder anderen äh, was ausfällt, nicht mehr geht. Äh, beim einen war der Akku auf einmal zusammenbrochen, war kaputt. Beim nächsten war der Kühlschrank defekt, also ist auf einmal ausgegangen, äh, musste man reparieren. Äh, und, 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 so ist hier gerade richtig was los, weil Dingespül haben wir auch sehr viele äh, Touristen die mit dem Wohnmobil hier Urlaub machen und die Stadt anschauen und erkunden. Und daher war es heute echt ein verrückter Tag. Und sowas bringt uns natürlich auch immer so ein bisschen in Verzug mit unserer eigentlichen Arbeit. Ähm, drum haben wir heute bis, äh, die Jungs sind um 9 Uhr erst heim. Also da muss ich auch sagen, ganz, ganz lieben Dank an meine Mitarbeiter. Die sind echt super cool. Die ziehen das hier mit mir durch. Muss ich wirklich sagen, top, äh, mega. Und ganz lieben Dank dafür. Und äh, jo, jetzt zeige ich euch mal, wo wir gerade ähm, bei sind. Das habe ich euch ja schon mal äh, angedeutet, äh, die Projekte, wo wir gerade so machen. Hier haben wir den Knaus, den wir gerade in der Kur haben. Und da hinten haben wir den Bürstner, den wir auch in der Kur haben. Ähm, fangen wir gerade mal mit dem Knaus an. Nicht wundern, wie es hier ausschaut, weil wir sind heute wirklich nicht mehr zum Aufräumen gekommen, weil es war Wahnsinn, was hier los war. So, was haben wir hier gemacht? Ähm, wie weit sind wir hier? Ich habe euch ja gezeigt, ähm, wo wir den Wechselrichter hier hinten eingebaut haben. Das ist jetzt alles fertig, das läuft. Wir mussten ein paar Kleinigkeiten abändern, nur haben wir schön hier verbauen können, sodass auch die Klappe nur zugeht. Wir haben den Kunden auch noch die ganze Fernsehhalterung ausgebaut, ein bisschen verstellen müssen, damit die ein bisschen leichtgängiger geht, weil die sehr schwergängig war. Ähm, auch das haben wir äh, bewerkstelligt. Dann haben wir hier hinten, seht ihr, wie knapp das ist, der Fernseher. Also das ging hier wirklich auf Millimeter zu. Also echt klasse Arbeit, finde ich richtig gut. Dann mussten wir hier unten so ein bisschen die, den Wärmetauscher von der alten Heizung vorsichtig versetzen. Auch das haben wir bewerkstelligt. Und äh, dann die Kabel, Kabel alle ziehen. Dann haben wir hier einen sehr engen Kasten, wo alles äh, sehr zeitaufwendig war. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Also, ihr seht, das ist alles noch nicht äh, richtig äh, verlegt. Wir müssen die Sensorkabel hier nur fertig, äh, fertig verlegen. Hier haben wir den Ladebooster vom WCS verbaut. Bitte nicht wundern, ja, er blinkt noch rot, weil die Starterbatterie noch fehlt. Die müssen wir noch anschließen. Die Kabel liegen schon. Ähm, dann ist auch der fertig ähm, und funktioniert. Äh, die Sensoren habe ich schon angelernt, damit es alles sauber und ordentlich ähm, ja, funktioniert. Dann haben wir die Kabel nur, müssen wir jetzt nur sauber äh, verlegen. Das wird morgen noch alles gemacht, morgen früh. Äh, so ein kleines Finish haben wir da noch zu tun. Dann haben wir den äh, Zarbo GX hier verbaut. Ihr seht es, hier blinkt er war natürlich auch ein Aufwand, weil wir wussten von der Seite durchs ganze Wohnmobil auf die Seite. Leute, ich sag's euch, das ist schon ein Act. Also das dauert. Also mal so eben schnell ist da gar nichts gemacht. Also das ist schon echt ein Hammeraufwand. Dann haben wir hier hinten unseren Solarregler verbaut den wir hier reingesteckt haben. Und dann musste man natürlich auch von hier noch rüber zum Zerbo, genauso wie von dem Akku, den wir unten verbaut haben. Also es war schon echt eine Nummer. Dann haben wir ja nur die ganzen Solarplatten auf dem Dach. Ähm, da sind wir jetzt hier reinmarschiert. Ähm, wenn wir jetzt genau hinschauen, da seht ihr auch unten äh, unsere Hülsen, wo wir reingeklebt haben. Hier seht ihr das. Die oben ein bisschen überstehen, die sind schön eingedichtet und da dann das Kabel durchläuft, damit eben selbst wenn mal da oben irgendwas undicht werden sollte, was nicht wird, ähm, haben wir da aber entsprechend ähm, nur einen Rand, damit da kein Wasser durch kann. Natürlich haben wir da oben richtig viel Platten liegen. Ihr seht schon, da haben wir auch richtig fettes Kabel verlegt, damit wir den ganzen Strom von der Solaranlage auch anständig nach unten bringen. Durch den Kabelkanal da hinten, das machen wir morgen früh alles nur schön sauber und dicht. Dann ist es auch fertig. Und hier haben wir natürlich unseren Touch montiert. Ihr seht's, zack. Und da ist er schon. Äh, ihr seht gerade aktuell, was die Batterie macht. Die hat 99 Prozent. Die äh, 12-Volt-Situation, äh, AC-Last läuft und so weiter. Klar, PV-Anlage kommt gerade nichts. Stehen hier in der Halle, da kann nichts kommen. Und äh, Landstrom ist nicht angesteckt, ähm, somit kann hier auch nichts erscheinen. Aber ist sauber verbaut, da hat der Kunde richtig Spaß dran, da sieht man dann auch was. Also richtig top. Ähm, also, das war schon eine größere Baustelle. Ihr seht, was hier alles zu tun war. Also, ist schon echt eine Nummer. Ähm, dann haben wir jetzt aktuell nur noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Und dann sind wir bei dem Fahrzeug aber auch schon fertig. Morgens früh greifen wir noch alle zusammen, dann wird es noch schön sauber geputzt und dann denke ich mal bis Mittag sind wir da durch und können das dann den Kunden übergeben, der auch morgen kommt und das Fahrzeug holt. Jo, hier haben wir den Bürstner Harmony Line. Ähm, was haben wir hier alles gemacht? Also zum einen haben wir hier drin, ihr seht es, die Wasserdesinfektion reingebaut, die dann hier mit dem Steuerkasten, der noch hier montiert wird, dementsprechend angeschlossen wird. Der wird hier nur hergeschraubt. Dann kann man das dementsprechend ansteuern, ein-aus, da kann man dann nämlich einschalten, ausschalten und den Intervall einschalten, wie viele Minuten man möchte, dass... Das Wasser bestrahlt wird alle 15 oder alle 120 Minuten. Das kann man hier dann sauber auswählen. Äh, ist eine tolle Geschichte, finde ich ganz interessant. Ähm, so eine Wasserdesinfektions-UV-Bestrahlung. Also hat durchaus seine Daseinsberechtigung, gibt es ja in verschiedenen Formen, gibt es auch in Reaktormöglichkeiten, äh, also da gibt es alle möglichen Dinge. Jo, dann haben wir hier hinten die 12-Volt-Verteilung. Da kommt unsere Netzvorrangschaltung rein. Ihr seht es hier. Ich habe die mal aufgemacht, damit man vielleicht einmal vom Verständnis her weiß, wie sowas funktioniert. Das ist eine fertige Netzvorrangschaltung von der Firma Büttner. Wir haben hier zwei Relais verbaut. Wir haben hier oben den Landstromanschluss. Hier unten haben wir den 12 Volt Versorgungsanschluss fürs äh, 230 Volt Versorgungsanschluss fürs Wohnmobil und hier haben wir den Wechselrichter. Also, wenn hier Strom reinkommt oder hier Strom reinkommt, wenn das Relais merkt, hier kommt Strom rein, dann wird das ausgeschalten, weil der Landstrom natürlich immer Vorrang hat. Und wenn hier nichts mehr kommt, wird das wieder durchgeschalten auf die Steckdosen Ah, jetzt ist der Gimbel wieder verschollen, jawohl. Und dann wird das dementsprechend zugeschalten. Und das ist eine tolle Sache und vor allem eine wichtige Sache, wenn man so wie wir das immer so verbaut, dass alle Steckdosen im Wohnmobil versorgt sind mit 230 Volt. Und dazu müssen wir aber natürlich zwei Sachen beachten. Wir müssen einmal hier den Kühlschrank und einmal hier das Ladegerät ausschleifen, weil es macht ja keinen Sinn, dass wenn der Wechselrichter an ist, der Kühlschrank angeht oder das Ladegerät angeht, weil das sind Verbraucher, die definitiv nicht auf dem Akku laufen sollten, weil also Ladegerät macht ja eh keinen Sinn, sonst braucht der Wechselrichter den Strom, zieht den aus der Batterie raus, um das Ladegerät anzuschmeißen, wo wieder die Batterie lädt. Also das wäre im Kreis gedacht, das funktioniert natürlich nicht. Und ähm, somit muss das Ladegerät auf LFL raus und der Kühlschrank auf 230 Volt macht auch keinen Sinn, weil der verbraucht viel zu viel. Also das ist auch Quatsch und total unökologisch. Und somit ähm, wird es ausgeschliffen und dann funktioniert es alles sauber. Und auch das ist natürlich ein Riesenaufwand, weil hier habe ich hinten in der Heckgarage die 230 Volt Verteilung. Für die ganzen Geschichten und vorne im Fahrzeug, hier vorne, habe ich meine Wechselrichter, mein Wechselrichter und mein Lithium-Akku. Und ja, das ist natürlich ein bisschen dumm, weil man natürlich jetzt einmal quer durchs ganze Wohnmobil oder unten rum müssen, um dementsprechend hier die Versorgung anzuschließen. Ähm, dann haben wir natürlich hier auf der Suche äh, sind wir hier auf der Suche gewesen, wo wir überall durchkommen. Also ihr seht schon, da muss man dann vorsichtig die ganzen Möbel öffnen. Hier haben wir dann ähm, die äh, 230 Volt Verteilung mit dem FI entsprechend. Wir haben einmal den FI hier verbaut äh, für den normalen Landstrom. Dann haben wir hier die Sicherung äh, 16 Ampere für die 230-Volt-Verteilung im Fahrzeug und dann haben wir noch eine Reserve, das ist für die Klimavorbereitung, wo hier auch noch mal ein leerer Stecker ist. Jo, und dann geht einmal die Versorgung quer nach hinten. Hinten haben wir die Verteilung und dann geht es wieder nach vorne. Ja, und dann muss man das alles ausschleifen, weil wie jetzt hier ihr seht, Landstrom angesteckt und definitiv darf der Kühlschrank hier nicht funktionieren. Also, wenn er über den Wechselrichter läuft, dann muss ich den mit dem ausschleifen. Das haben wir da getan. Jo, und dann haben wir hier ja alles schön reingebaut. Ihr seht es, ähm, sauber angeordnet. Jetzt müssen wir hier bloß noch alles schick machen. Hier unten haben wir die Sicherung für einen äh, Wechselrichter verbaut. Wir haben schöne Verteiler eingesetzt, Plusverteiler. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Masseverteiler reingesetzt, damit es ordentlich ist. Jetzt kommt hier noch der FI rein für, die, für den Wechselrichter, den brauchen wir auch noch. Dann werden die ganzen Verteiler noch sauber verschlossen. Dann werden die Pole hier noch abgedeckt, da kommt noch eine Platte drauf. Ja, und dann neigt sich das auch zum Ende zu. Das Fahrzeug wird auch morgen fertig. Ähm Ihr habt ja gesehen, die Batterie war ursprünglich da. Das haben wir alles hier in das Fach gelegt, weil wir 150er reingemacht haben von WCS. Ähm, die hätte natürlich jetzt nicht unter den Sitz gepasst. Ähm, Wäre alles ein bisschen eng gewesen, so haben wir aber den Sitz wieder frei. Und das Fach war eh frei, das wird eh nicht gebraucht. Und dann ist das alles top. Dann passt das. Also richtig schön, echt toll, ähm, wie wir das hier wieder verschachtelt haben. Und hier, weil zuerst wollten wir den Schalter ja hier reinmachen für, ähm, für einen Wechselrichter. Das ging technisch aber nicht, weil hier hinten ist äh, die ganze Thematik befestigt und der Halter, also das wäre alles Nix-Won. Dann haben wir uns entschieden, den hier reinzumachen. Ähm, da ist er so ein bisschen sauber versteckt und einfach hier drauf drücken und dann ist es fertig und hier schaut er auch schick aus. Das passt eigentlich super gut. Jo, und somit haben wir dann auch das Fahrzeug fertig und können auch das am Samstag, wird es geholt, genau, den Kunden wieder übergeben. Der wird morgen auf alle Fälle fertig gemacht und dann ist das Auto auch wieder fertig. Dann haben wir noch heute zwei Fahrzeuge angenommen. Bei einem ist auch ein Notfall, da müssen wir die Druckpumpe äh, reparieren, das müssen wir auch noch machen. Und ähm, dann haben wir noch ein Fahrzeug geschoben weil der auch ein elektrisches Problem hat, aber der kriegt auch gleich äh, Vollpaket mit Wechselrichter, ähm, die Kombi von WCS mit Akku von WCS, Lavi-Booster und so weiter. Da bauen wir das volle Programm ein, weil halt einfach das Gerät auch top ist. Die, die WCS-Kombi ist richtig geschickt und die werden wir da dementsprechend verbauen. Und das ist auch noch dazwischenkommen. Dann kommt morgen auch nochmal ein Fahrzeug. Also hier ist echt was los. Äh, wir wissen gerade aktuell gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Wir könnten, glaube ich, 24 Stunden am Dach arbeiten. Aber ich glaube, das geht aktuell gerade jeden so, der in der Branche unterwegs ist. Ähm, aber wir machen es gern. Es macht Spaß. Und ähm, wir geben alles. Ähm, gerade ist ein bisschen, eine, ein Kollege ist im Urlaub. Dann im August fängt nochmal ein Kollege an, dann haben wir schon vier Mitarbeiter. Und ab 1. Juli fängt auch noch eine Halbtagskraft bei uns im Büro an, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, die Nicole, die uns im Büro ein bisschen entlastet, weil manchmal das Telefon klingelt und nicht gleich jemand rangeht. Das ist natürlich dem geschuldet, ich liege oft unterm Auto. Und meine Frau ist im Kundengespräch und ja, dann ist es manchmal ein bisschen komplex und schwierig, aber da geben wir uns Mühe, dass wir das alles verbessern, dann wird es schon, dann kriegen wir das auch hin. Jo, da wollte ich euch kurz auf den Stand bringen. Morgen machen wir nochmal ein Abschlussvideo über die Fahrzeuge, damit ihr seht, wie es letztlich alles fertig ausschaut und da freue ich mich dann schon drauf. Damit ihr das auch sauber seht, wie das alles in Ordnung ist und wie das alles sich äh, darstellt. Und dann kriegt er das auch noch gezeigt. Jo, in diesem Sinn war das mal wieder ein kleines Video aus Dingesbühl. Äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich habe euch ja versprochen, zu zeigen, wie weit das wir sind. Und so, da bin ich wieder. Da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Jetzt ist es ein bisschen kühler geworden. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, weil hier in der Halle durch die äh, Sandwich-Paneele ist hier echt manchmal Hitze drin. Die Jungs hinten zum Arbeiten, gerade wenn sie Solar machen, am <laughs> Dach von den Autos ist echt warm. Da schwitzt man sich echt einen Wolf ab. Aber ja, ist halt so. Ähm, wenn es kalt ist, schimpfen wir. Wenn es warm ist, schimpfen wir auch. Ähm, ja, wir sind ganz glücklich über das Wetter macht ja auch Spaß, wenn es ein bisschen warm ist und die Sonne scheint. Man kann draußen sitzen, also das hat schon was Gutes. Ähm also, wie gesagt, äh, wir haben ein paar aktuelle Fälle dazwischen geschoben. Nicht wundern, wenn manchmal keiner direkt ans Telefon geht, dann einfach nochmal probieren, ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, ich muss auch noch etliches äh, an E-Mails beantworten, und Kommentare auf YouTube mache ich auch, äh, verspreche ich euch, aber ich muss immer sukzessive nachts, äh, abends ein bisschen was abarbeiten. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, da mein Herz zu stehen und um das Ganze zu schaffen. Aber nicht böse sei, wenn es ein bisschen dauert. So, in dem Sinn. Euch alles Gute, jetzt höre ich auf zum Quasseln, wünsche euch einen noch wunderschönen Abend, äh, noch eine super gute Restwoche. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like freue ich mich natürlich unwahrscheinlich, genauso wie über ein neues Appartement. Äh, und ja, bleibt gesund, bis bald und äh, alles Gute. Ciao, ciao!